make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Steffi. Ich begrüße euch ganz herzlich bei Stempelbienchen. Und heute habe ich eine kleine Überraschung für euch. Ich habe mir was überlegt für meine Kundinnen. Egal in welcher Form ihr bei mir bestellt, ob es in der Sammelbestellung oder außerhalb der Sammelbestellung bestellt oder beim Workshop, wenn ihr bei mir Produkte erwirbt, habe ich mir für euch überlegt, für euch eine Treuekarte anzulegen oder eine Kundenkarte anzulegen. Welche Vorteile hat das für euch? Zum einen, wenn ihr 10 Einkäufe bei mir getätigt habt, wird nach dem 10. Einkauf ihr Gesamtbetrag zusammengezählt und von den 10 Einkäufen bekommt ihr 3% zurück. Also das heißt, wenn ihr für 300 Euro bei mir bestellt, schicke ich euch entweder per Post oder lege es bei eurer 10. Bestellung dazu einen Gutschein von 9 Euro. Den könnt ihr nur ausschließlich bei mir wieder einlösen, weil das eine Aktion ist von mir, weil ich euch auch mal was Gutes möchte tun. Weitere Vorteile der Kundenkarte ist, ihr bekommt immer automatisch, ohne dass ihr mir Bescheid sagt, die neuen Kataloge zugeschickt, also einen Saisonkatalog, einen Jahreskatalog. Und die Kundenkarte verfällt nie. Also ich sag nicht, wenn ihr jetzt ein Jahr nicht bestellt habt, und ihr bestellt nach anderthalb Jahren wieder bei mir, dann die Karte dann verfallen ist. Nein, die bleibt immer aufrecht. Das Einzige, was dann nach 2 Jahren wegfällt, sind die Kataloge. Die schicke ich euch dann nicht mehr automatisch zu. Und sobald ihr dann wieder bestellt, bekommt ihr die dann wieder automatisch. Also nach 2-3 Jahren muss ich mal gucken, schicke ich dann sonst keinen mehr zu. Kann ja auch sein, dass einer mit einem Hobby aufgehört hat oder so. Und die Aktion, habe ich eben schon mal gesagt, ist nur bei mir gültig. Das hat nichts mit Stampin' Up zu tun. Ich wollte euch damit eine Freude machen. Und ja, und die Aktion beziehungsweise das Geschenk läuft so lange, bis ich widerrufe, aber ich habe eigentlich nicht vor zu widerrufen. Und deswegen hoffe ich, ich kann euch damit euch eine schöne Freude machen. Und für die Treuekarten, die ich für jeden anlege, der bei mir bestellt hat, brauche ich natürlich auch eine nette Verpackung, wenn ich euch den Gutschein zuschicke. Deswegen habe ich mir hier diese überlegt. Die Grundverpackung ist mit dem Zinnlitz Mini Leckereientüten. Ups. Weil es soll ja nicht nur der Gutschein, ich wollte euch auch damit eine schöne Überraschung machen mit der schönen Verpackung. Da freut man sich ja eigentlich auch immer drüben. Ist diese außenrum die Tüte habe ich genommen. Hier habe ich sie Pfirsich pur, der Grundkarton genommen, und diesmal habe ich mir Safrangelb ausgesucht, weil die pastelligen Farben, die fallen mir eigentlich ganz gut momentan, und habe mir die auch schon ausgestanzt. Das ist einmal das große Teil und dann ist noch so ein kleineres Teil dabei. Dann falze ich mir mal die Teile nach. Habt ihr nachher auch einfacher beim Zusammenkleben. So. Und hier einmal. So. Ich hoffe nämlich, dass ich euch auch eine kleine Freude damit mache. Weil ich möchte euch auch was Gutes tun. So, jetzt kleben wir es zusammen. Hier an der Klebelasche verwende ich jetzt unseren Fast Bust. Also ihr wird nachher, also ihr müsst das, so ist das ja jetzt zusammengeknickt,
Und auf dieser Seite müsst ihr es dann machen, nicht innen, sondern außen. Wird jetzt Fastfuß draufgebracht, weil es steht hier ein bisschen unter Spannung. Da könnt ihr natürlich jetzt auch das Abreißklebeband verwenden. Aber ich komme momentan ganz gut damit zurecht. Und dann müsst ihr schön Kante auf Kante kleben. Genau. So. So, und dann klebt ihr innen noch einen Streifen, entweder Fastfuß oder Abreißband. So, zack. So. Und hier unten die Lasche, da kommt auch noch Fastfuse-Tape. Und jetzt braucht ihr die auch noch zuzuklappen. Dann habt ihr schon im Grunde genommen schon die Grundverpackung fertig. So habt ihr die schon fertig. Jetzt habe ich als Hintergrund, also leichten Hintergrund, mir eine Blume ausgesucht. Die ist aus dem neuen Stempelset. Die heißt Blühende Worte. Das ist ein ganz neues Set. Da sind nicht nur hier die Blumen drauf. Das sind zwei Verpackungen. Das ist also aber ein Stempelset. Und ich finde es so schön, weil auch so viele schöne Sprüche drin sind. Eigentlich ist das auch ein super Basic für diejenigen, die anfangen. Das für Hintergrundgestaltung was dabei. Und jede Menge Sprüche, die man immer brauchen kann für Trauerkarte. Einfach mal so ein kleines Gruß zum Geburtstag und Danke. Und für die Hochzeit ist alles dabei. Also das ist wirklich ein schönes Basic. Nur so am Rande. Dann habe ich mir die Stempelmotte genommen. Und hier habe ich Ton in Ton gestempelt. Hier nehme ich dann mit Safrangelb Stempelkissen. Muss ich mal gucken, ich muss den Stempel noch schnell sauber machen. Den habe ich mich noch vergessen sauber zu machen. So. Zack, zack. So. Schön benetzen. So. Jetzt nehmen wir uns den und setzen den so ein bisschen hier runter. So. Schön hier hinsetzen. Ihr könnt natürlich auch den Stampy Magic jetzt verwenden, aber ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Ja, super. Sehr schön. Dann habe ich mir auch schon ausgestanzt diese Blüte. Ich zeige euch mal gerade aus welchem Set. Einmal Blüten. Hier oder irgendwie so ausgesprochen wird das. Das kann man Bundle mit dem Stempelset zusammen kaufen. Dann bekommt ihr 10% Rabatt. Da habe ich mir hier hinten dran den Ast genommen. Diesen Ast. Hier sind zwar auch Blüten dabei. Auch sehr schöne Blüten. Aber was mir nicht so gefallen hat, die haben auch, sind auch so ausgestanzt wie dieses Blatt. Ich weiß gar nicht, seht ihr das? Ja, genau. So aus, und das war mir dann zu unruhig. Deswegen bin ich noch hingegangen und habe mir noch vor allem jetzt ausgesucht, und zwar die Pflanzenpotpourri. Oh mein Gott, das sind Wörter.
und habe mir daraus auch eine Blüte. Ihr könnt natürlich auch dieses Set nur verwenden, aber weil ich das hier beide hatte, habe ich mir jetzt auch beides verwendet. Wenn du eins hast oder das Bundle kaufen möchtest, das neue Set, das reicht auch vollkommen aus. So, dann habt ihr, weil das hier so viele ausgestanzte Blätter, habe ich unsere Big Shot Rolle genommen und fahre dann einmal so drüber. Erstens löst die sich aus der Form und zweitens gehen die kleinen Zwischendinge auch alle raus. Hier ist jetzt nur eins. So, jetzt einmal das Blatt, dann einmal für die Blüte und hier ist auch noch eine Blüte. Hoppala. So. Übrigens, die Blüte ist in Pfirsich pur, aber die könnt ihr ja dann Farbe ist ja egal, welche ihr nehmt. Das ist Safrangelb. Also dieses Teil ist Safrangelb. Und dieses Blatt ist in wie heißt die neue In-Color-Farbe? Wie heißt sie denn? Ein Moment, ich schau mal schnell. Smaragdgrün, genau. Ups, Entschuldigung. So, jetzt ist unsere Blüte auch getrocknet. Dann habe ich hier unser schönes neue Juteband verwendet. Das alte war ja viel breiter und da war ich nie so froh. Und hier, das finde ich so schön, das kann man schön einsetzen, ist nicht zu dick. Das messe ich mir einmal hier außenrum ab. Fahre ich einmal außenrum, komplett. Schneide mir das so grob ab. Dann setze ich mir das auch mit Fast Plus hier außen rum einmal. Müsst ihr überlegen, wo ihr das haben möchtet. So, mache ich einmal einen Streifen drum. Setzen das schön hier in die so drauf, dass es gerade sitzt. Und fahre dann noch einmal hier außen rum, also hinten rum, dass es einmal so gebunden ist. So, einmal. Und hier auch noch einmal. Schneide den Überstand ab. Drehe das wieder um. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch da die Blüten drauf zu setzen. Da könnt ihr hinten den Stiel ein bisschen abschneiden. Ich finde den Smaragdgrün so schön. Ist nicht so dunkel, nicht so hell. Also gefällt mir eigentlich ganz gut für Blätter. Den setze ich mit Punkten drauf. Mit zwei Punkten wird dieser drauf gesetzt. Einmal. Zweimal. Setze mir den hier hin. Nehme mir jetzt die Blüte. Die könnt ihr hier so raus. Also für so Blütenteile und so Blätter hole ich meistens immer so Restepapier. Da kann man die auch sehr schön damit. Kann man auch sehr schön die Restepapiere verwenden. So, die setze ich jetzt so ein bisschen verdreht. So drauf. So. Jetzt noch die Art Sonne noch einen Klebepunkt drauf. Zack. Auch noch schön in die Mitte. So, jetzt schön die Teile nochmal in der Mitte hoch. Und dann habt ihr eigentlich so eine schöne, schnelle Verpackung fertig. Jetzt natürlich, hier könnt ihr natürlich, wenn ihr die jetzt sonstige Gutschein oder Karte verwenden möchtet, könnt ihr auch gerne hier alles Gute hinstempeln. Ich stempel jetzt Gutschein. Das gab es nämlich letztes Jahr
Das heißt, mit Liebe geschenkt. Gab es ja damals mit im letzten Katalog mit der mini leckeren Tüte zusammen in Bande. Jetzt leider nicht mehr. Habe ich mir damals geholt. Und das da oben steht dann Gutschein. Den habe ich hier drauf schon. Und stempel das mit Anthrazitgrau. Stempel ich noch hier unten den Gutschein hin. Gutschein hier unten auf freie Schnauze mache ich das jetzt einfach mal. Gutschein. Damit ihr auch wisst, was da drin ist. Und jetzt noch ein paar Glitzersteinchen. Oder was soll ich holen? Oder soll ich mal die neuen Lackpünktchen ausprobieren? Ich glaube, ich probiere mal die neuen Lackpünktchen aus. Die kommen hier so in der Verpackung. So. Lass mal gucken. In Safrangelb. Hier haben wir sie schon. So. Setze ich einmal diesen Kreis drauf. Und hoppala. Was hat denn jetzt? Machen wir den nächsten und ein Herzchen. So, dann habt ihr es schon fertig. Seht ihr die schön? Da sind wir. Gut. Jetzt, wenn ihr näher, also ich werde das nochmal alles auf meinen Blog schreiben bezüglich der Kundencharakter. Ich hoffe, ich kann euch damit eine kleine Freude machen. Und ja, dann, falls noch Fragen sind, dürft ihr euch sehr gerne bei mir melden. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, beziehungsweise noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.